Natürlich nicht selbstverständlich. Ich freue mich sehr darüber. DFB, DFL, vielen Dank dafür, wirklich, weil ich glaube, dass wir nach der Situation echt alle korrekt miteinander auch umgegangen sind. Ich habe natürlich auch mitbekommen, was Herr Jablonski gesagt hatte, und es freut mich wirklich mega. Ich freue mich, der Mannschaft helfen zu können. Jetzt bleibt nur darauf zu warten, ob Trainer mich eingeplant hat für Sonntag, für die Startelf oder nicht. Schauen wir mal. Aber ne, wirklich, ich freue mich sehr, sehr über die Entscheidung. Wenn du siehst, wie Maxi Arnold verbal auf die Fresse dafür bekommen hat, wie siehst du das unter Kollegen? Ihr seid Kapitäne der Bundesliga. Hatte ich schon gesagt. Ich habe mich dazu geäußert und nochmal öffentlich gemacht, dass mein Statement, das ich abgegeben hatte. Und ich hatte explizit nochmal geschrieben über die Beleidigung oder Hasskommentare im Internet, dass die abgestellt werden sollten. So viel kann ich auf jeden Fall von meinem VfB verlangen. Und das gilt in alle Richtungen. Das gilt für die Allgemeinheit, ob im Fußball oder außerhalb vom Fußball. Ich bin gegen sowas, und ich hoffe, dass ich einfach an ein paar Fans appellieren konnte und dass ich ein paar Fans auch einfach ein Beispiel daran nehmen kann.